Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wann kommt der Richtige? So heißt dieses Liegesystem. Dieses Liegesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung beantworte ich die Frage, wann kommt der Richtige? Und was könnt ihr dafür tun, dass er auch kommt? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das astrologisch an und ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder lieber nach indischer Astrologie, die Berechnung und die Deutung? Dann kommt noch die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, wann kommt der Richtige, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Lau Sera ist die mediale Name. Liebe Lau Sera, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du bist alleine und deine Frage ist, wann kommt der Richtige? Und jetzt kommt die richtige Antwort, deine persönliche mediale Botschaft. Du hast kein Problem, es ist alles gut. Betrachte das als eine Pause. Schlaf dich aus, genieße dein Leben, mach dich hübsch. Genieße auch deine Schönheit, das, was du machen kannst. Ein Mann wird seine Hand reichen und er möchte mit dir eine feste Beziehung eingehen. Und dieser Mann kommt. Das war die mediale Botschaft. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes. Die berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten macht es doch was aus. Und diese Berechnung übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen. Nach dieser indischen Berechnung hast du Aszendent Stier. Das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Stier ist in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Und dieser Stier bedeutet, das Leben genießen, diese Ruhe bewahren, deine Umgebung alles schön gestalten. Das sind die Bedürfnisse der Stiergeborenen. Und du hast diese Ausstrahlung, du hast diese Auftreten, so bist von anderen Menschen wahrgenommen. Immer diese ruhige Art an dir, sehr angenehme Mensch. Und es ist schon deine Anziehungskraft. Deine Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, du bist in der Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Du hast dieses Bedürfnis, dass dein Leben in Ordnung ist. Und Jungfrau bedeutet aber auch kluge Entscheidungen. Bedeutet auch etwas zurückhaltend sein. Eher beobachten die Geschehen, bis man eine klare Entscheidung trifft. Jungfraugeborenen sind sehr klug, treffen auch kluge Entscheidungen, aber oft
fühlen sie sich in die Schattenseite im Leben. Wobei sie haben dieses Bedürfnis, nicht im Mittelpunkt zu sein, aber werden vielleicht manchmal übersehen. Zwischen deiner Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau und zwischen deinem Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge entsteht eine Spannung. Und das bedeutet, dass in deinem Geburtstag war es Halbmond. Halbmond ist immer schön, aber ist auch eine gewisse Spannung. Es gibt aber eine Lösung und das befindet sich im goldenen Schnittpunkt. Und das vermittelt die Tierkreiszeichen Krebs und Tierkreiszeichen Löwe. Eine Mischung und das gibt dir die inneren Gleichgewicht. Das entspannt dich. Die Krebs würde bedeuten, die Suche, diese Sehnsucht nach einem Ort, wo du dich wohlfühlst, ein Zuhause, ein warmes Nest zu haben. Und auch dieses Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Weil alles braucht Zeit, diese Geduld aufzubringen, aber die innere Ruhe bewahren. Dann kommt die Tierkreiszeichen Löwe dazu, weil das wäre eine Art Mischung. Und die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt unserem Selbst, vertreten die Selbstbewusstsein. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und in unserem Körper ist das Herz das Zentrum unserem Körper. Und die Sonne und unserem Herz steht astromedizinisch in Verbindung. Und alles, was wir lieben, ist immer eine Herzensangelegenheit. Die Berufung zu leben, die Liebepartnerschaft zu leben, die Liebe zu Kindern, zu Eltern, zu Familie, zu Bekannten, zu Freunden oder Liebe in Kunst oder Sport. Oder Reisen. Jeder Mensch liebt etwas. Und alles ist eine Herzensangelegenheit. Das ist die Begeisterung, dieses Feuer und auch diese Liebe dabei. Das ist die schöpferische Kraft. Das ist die schöpferische Energie in uns. Und wenn wir das folgen, dann haben wir ein glückliches Leben, was uns auch befreit. Dann können wir auch aufatmen. Und wenn du diese Mischung findest, Krebs, Löwe, findest eher dein inneren Gleichgewicht. Dieser Halbmond bedeutet noch etwas. In deinem Geburtstag war Sonne, Mond und Erde in Verbindung. Sonne in Tierkreiszeichen Jungfrau und das ist Erde-Element. Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge, das ist Luftelement. Und unserem Planet Erde war in dein Geburtstag in Tierkreiszeichen Fischen und das ist Wasserelement. Es war eine Verbindung da zwischen Sonne, Mond und Erde. Jungfrau, Zwillinge und Fischen. Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Wir haben aber vier Elemente. Die vierte Element ist die Feuerelement. Und die Feuerelement gibt dir die Ausgleich. Dazu gehören die Tierkreiszeichen Löwe, das ist das Selbstbewusstsein. Die Tierkreiszeichen Widder, die Mut zu haben und die Kraft, etwas Neues zu starten, was die Begeisterung gibt. Und die Tierkreiszeichen Schütze, das was diese optimistische Haltung, diese Bewegung zeigt, in verschiedenen Richtungen, die Welt zum Erobern, erkennen, das ist auch Mut, mutig zu sein, auf die Reise zu gehen.
Und diese drei Tierkreiszeichen fehlen in dein Horoskop komplett. In dein Horoskop gibt kein Feuer. Kein einziger Planet steht in Feuerelement. Und dein Halbmond und diese fehlenden Feuerelement und auch diese goldenen Schnittpunkt zwischen Sonne und Mond, was dich zum Ausgleich bringt, befindet sich auch Löwe, wieder die Feuerelement. Wenn du die Feuerelement lebst, findest du die Balance. Und die Feuerelement bedeutet die Begeisterung, die Aktivität, die Mut und Kraft, das zu bewältigen. Natürlich oft ist die Mars-Energie. Mars vertritt auch die Feuer. Und das ist unsere Kraft, unsere Mut, das zu starten, das in Bewegung setzen. Achte darauf, dass du mehr zu diesem Feuerelement kommst. Oder meditiere über Feuer. Zum Beispiel schau Bilder an mit Feuer. Oder zünde eine Kerze an. Komm mehr zum Zugang zu diesem Feuerelement, aber vergiss nicht dein Herz, weil das ist auch die Wärme. Da strahlt auch etwas aus. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne, verkörpert auch die Feuerelement. Und Mars dazu natürlich die Kraft und die Mut, all das, wovon du träumst, auch bewältigen, dieser Mut zu haben, das in Bewegung zu setzen, hilft dir, ein besseres oder ein glücklicheres Leben zu führen. In deinem Horoskop habe ich angeschaut, die Lebensbereiche, wo die Tierkreiszeichen Widder ist, wo die Tierkreiszeichen Schütze ist und wo die Tierkreiszeichen Löwe ist. Der tiefste Punkt in dein Horoskop, und das ist die Basis, das ist die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, das ist die Wurzel des Baumes. Da fühlt man sich verankert, verwurzelt. Man kehrt auch gerne da zurück. Oft ist das die Herkunft. Was uns die Basis gibt oder unserem eigenen Zuhause, wo wir zurückziehen können, wo wir die Ruhe finden, wo wir Kraft sammeln. Dieser tiefste Punkt in dein Horoskop ist Löwe und das ist dein Selbst. Und versuche dein Zuhause, wo du dich zurückziehst, in dein Inneren suchen und dein Inneren finden, wo deine Seele lebt. Deine Seele befindet sich in deinem Inneren, gestalte das wie ein Tempel, wie eine Oase und in eine meditative Haltung besuche deine Seele in deinen inneren Tempel. Und da findest dein Selbst und das ist die Basis, das ist die Fundament, auf das kannst du bauen. Die Tierkreiszeichen Schütze befindet sich im Horoskop ein Bereich, die Transformation. Und das sind die alchemistischen Prozesse, etwas verbessern. Oft ist das die Gefühle, Angst loslassen, Zweifel loslassen. Das sind diese Prozesse. Man fühlt sich sofort frei, weil man kann ohne Angst leben. Weil Angst ist die größte Stolpersteine in unserem Leben, blockiert alles, macht alles unbeweglich. Also da kannst du die Feuerelement in diese Richtung auch lenken. Und die Widder befindet sich im Rückzug, im Horoskop, dass du das auch brauchst, die innere Ruhe zu bewahren, zurückgezogen zu sein, weil das brauchst du deine Kraft. Aber bedeutet diese Widder-Energie in dein Horoskop auch die verborgenen Geheimnisse des Lebens zu entdecken und diese Begeisterung zu verspüren und da etwas Neues wagen. Das wäre auch eine Widder-Energie. Jetzt schauen wir die Mondhäuser an. Was sind diese Mondhäuser? Die indische Astrologie arbeitet mit Mondhäusern und es ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes.
und dazu gibt eine schöne Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an eine hübsche junge Dame namens Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete 27 Geschwister, 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich ist die Einfluss von Sternen und beschreibt auch diese Eigenschaften. Und jetzt schauen wir mal, dein Aszendent, dein Geburtsmoment, welche Einfluss hast du von den Sternen? Dieses Mondhaus heißt Mruga und wird bestrahlt von Sternbild Orion. Das heißt, dein Aszendent ist Stier, aber du hast noch einen Einfluss von Sternbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Und dieser Mondhaus sagt aus Jagen, etwas erreichen, Ziele setzen und danach streben, diese Ziele auch zu erreichen. Was noch wichtig ist bei diesem Orion, Orion hat zwei Hunde, zwei Jagdhunde und die eine davon, das große Hund, wo auch Sirius befindet, zeigt in eine Richtung. Und diese Richtung ist wichtig, weil das ist die Nordpol. Und Nordpol dient zum Orientierung. Das heißt, dein Leben hat mit diesem Aszendent begonnen. Das war dein Geburtsmoment. Und dieser Orion zeigt, setz Ziele und jage danach, dass du deine Ziele erreichst. Und lenk nicht ab, sondern konzentriere auf deine Ziele. Weil das dient auch dir zum Orientierung und das soll dich begleiten bis zu dein Lebensende. Das hilft in dein Lebensweg. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und befindet sich in einem Mondhaus, was man Hasta nennt und übersetzt heißt es Hand oder Handlungen. Und dieses Mondhaus wird bestrahlt von Windemiatrix. Diese Windemiatrix ist in griechischer, klassischer Mythologie die Weinleserin und symbolisiert die Fröhlichkeit, das Fest, das Leben zu genießen, aber auch die Fruchtbarkeit, das alles trägt Früchte und das begünstigt deinen Lebensweg. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Atra und vermittelt eine jugendliche Ausstrahlung, die lebendige Frische. Dein Venus, was deine Weiblichkeit symbolisiert, das weibliche Liebesplanet, befindet sich im Waage und hat einen sehr schönen Einfluss von Pluto. Und das ist deine weibliche Macht, deine weibliche Energie, also deine Stärke als Frau. Und Venus fühlt sich auch sehr wohl in Tierkreiszeichen Waage, weil Venus herrscht über die Waage. Das heißt, du bist eine schöne Frau und als Frau bist du auch wahrgenommen. Und du möchtest auch das Leben genießen und bist auch bescheiden und klug und möchtest in die Partnerschaft leben. Und die Waage gibt dir die Leichtigkeit, auch das Luftelement, das befreit dich auch und das ist deine Suche. Diese Venus befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Chitra und bedeutet schön, leuchtend. Und dieser Mondhaus wird von Spica bestrahlt und dieser Stamm Spica ist die Weizenähre, was die Jungfrau im Hand hält. Und das bedeutet Ernte, alles was du aussiehst, ausseht, hast, das wirst du auch ernten, das trägt Früchte, das verspricht dieser Speaker, was dein Liebesleben, dein weiblichen Kraft, dieser Liebesplanet bestrahlt. Dieser Speaker ist nicht nur das Ernte, was du ernten wirst, und das bedeutet Glück in die Liebe, Partnerschaft,
sondern auch ein Tor zu dem Geistigen, die Verbindung zu dem Göttlichen. Und bedeutet dieser Mondhaus oder dieser Frau des Mondes als wunderschön, hell leuchtend, klar. Dein alter Karma hast du erlebt in Tierkreiszeichen Krebs. Das bedeutet, wir haben eine, sogar mehreren früheren Leben und astrologisch wird es zugeordnet zu einem Tierkreiszeichen. Und das ist die Tierkreiszeichen, wo du die Erfahrungen gemacht hast in früheren Leben und das ist bei dir die Tierkreiszeichen Krebs. Das ist das Zuhause, das Nest und du sollst aber dieses Nest verlassen, dein Selbst zu finden, in diesen Weg zu gehen, Ziele setzen, das zu erreichen, Kraft zu zeigen und auch erreichen, dass du Lob, Anerkennung, Ansehen und Respekt bekommst. Und das ist die Richtung, das ist die Richtung Steinbock. Und das ist dein karmischer Weg. Natürlich, die Sehnsucht ist immer noch da, dieses Nest zu bewahren, weil du hast das Gefühl, das wurde von dir genommen und jetzt musst du das wiederfinden. Dieses Bedürfnis ist natürlich da. Aber du gehst auf diesem Weg, dass du dein Selbst stärkst, deinen Weg findest und auch diese Fröhlichkeit lebst, diese Vindemiatrix, das Leben genießen, fröhlich zu sein. Und dieser Mann, der Richtige, gibt dir dann dein Zuhause wieder zurück. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Erstmal die Vergangenheit, die Kindheit. Die Kindheitserinnerungen bleiben erhalten. Und das begleitet uns bis unserem Lebensende. Wenn das schöne Erinnerungen sind, dann sollen wir das bewahren, pflegen, daran denken, oft daran denken. Wenn das aber mit Tränen verbunden sind, dann sollen wir eher das loslassen. Und wir brauchen das innere Kind immer stärken, auch wenn wir erwachsen sind. Und immer wieder mal sagen, im Schulter klopfen und sagen, ich bin ganz stolz auf dich. Ich habe dich lieb, das hast du ganz toll gemacht. Das stärkt uns innerlich. Und jetzt schauen wir deine Kindheit an, weil diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben und oft sind es Muster, wie zum Beispiel der Bezug zum Vater, dass es später wiederholt sich in Partnerschaft. Das erlebe ich auch in Beratungen, dass der Partner genauso ist, wie der Vater war. Weil das zieht man an automatisch, aber da brauchen wir auch eine gewisse Wandlung. Erstmal schauen wir deine Kindheit an. Diese Karte zeigt die Angst. Entweder warst du ängstlich oder etwas passierte in deiner Kindheit, was bei dir Angst ausgelöst hat. Wir bleiben noch in Vergangenheit und wir schauen an deine Beziehungen. Was hast du erlebt in vergangenen Jahren? Das zeigt diese Karte an. Es war immer eine große Herausforderung und ein Kampf. Das kann ein innerer Kampf sein, dass du nie die Ruhe gefunden hast in der Liebepartnerschaft. Kann auch bedeuten, dass du die Rivalinnen gehabt hast oder Neider. Es war immer Einflüsse von außen, immer mit einem Kampf, mit einer Herausforderung verbunden. Jetzt schauen wir die Karma an und das bedeutet das frühere Leben. Was hast du erlebt in früheren Leben? Astrologisch wurde das zugeordnet zu Tierkreiszeichen Krebs. Und es zeigt auch im Hintergrund das Haus, dieser sichere Hintergrund, das Zuhause. Und du bist da stehen geblieben, weil du hast das festgehalten und da hast keinen Schritt gewagt, diese Heim zu verlassen, obwohl du hast Möglichkeiten gehabt, große Reise zu machen, Lebenserfahrungen machen oder etwas Neues starten. Deine Chancen, Möglichkeiten hast du eingeschränkt, weil du hast in diesem Ort, in dieser Struktur festgehalten.
Wie denkst du über die Liebe Partnerschaft? Das zeigt hier diese Karte an. Diese Karte hat zwei Bedeutungen. Hier im Hintergrund ist etwas dunkler. Und diese Farbe, so wie hier auch in diesem Bild, zeigt Angst. Und wenn du Angst hast, dann bist du wie so eine kleine Hase, ein Angsthase, kann man auch sagen. Fühlst du dich klein und Angst blockiert. Wenn du aber in andere Richtung denkst, über die Beziehung im Allgemeinen, deine Einstellung, das ist das Licht, dann nimmst du dein Selbst wahr als schöne Frau und dann bist du anziehend und du bist auch wahrgenommen. Strahle das aus, lass die Angst los, hast eine ganz andere Ausstrahlung. Der Mann, der entgegenkommt, beschreibt diese Karte. Er trennt sich gerade, er ist in Scheidung und trifft klare Entscheidungen. Aber er kann noch nicht bestimmen, in welche Richtung soll das gehen, weil sein Auge ist gebunden. Das heißt, du kennst ihn noch nicht. Du wirst mit ihm begegnen. Er hat eine rechtliche Lage gerade. Das kann ein Hinweis sein, dass er gerade im Scheidung lebt. Dieses Schwert bedeutet, dass er klare Entscheidungen trifft. Und im Hintergrund, die Mond symbolisiert seine Romantik, seine Visionen und Träume. Also er möchte in einer Partnerschaft leben und er ist sehr feinfühlig. Und die Richtung kann er momentan noch nicht bestimmen, weil ihr habt euch noch nicht begegnet. Warum bist du alleine? Das zeigt diese Karte an, weil du möchtest irgendwo festhalten, weil du suchst ein Zuhause, du suchst die Sicherheit, Stabilität, ein Zuhause, eine feste Partnerschaft, mal angekommen zu sein. Aber in diesem Landschaft, wo mit Angst verbunden ist, kannst du dich nicht festhalten und hast du immer das Gefühl, du rutschst weg. Was kannst du da verbessern? Diese Karte hat zwei Bedeutungen. Entweder schreibst du das auf, schreibst deine Lebenserfahrungen, dann ist das wie, du kannst das dann aussprechen, dann befreit dich das auch. Oder schreibst du Tagebuch, wie entwickelt sich das alles? Kann diese Karte auch bedeuten, du vertraust das Buch des Lebens. Und das Buch des Lebens ist nichts anderes als die Akasha-Chronik, ein ganz geheimnisvolles Buch, wo alle Schicksalswegen, auch was in Vergangenheit mal war, alle Schicksalswegen sind beschrieben. Und die Schicksalswegen kreuzen sie sich. Und das sind die Begegnungen, diese karmischen Begegnungen oder wichtige Begegnungen, die Seelen begegnen sie sich wieder. Und wenn du auf diesem Schicksalsbuch vertraust, das hilft dir auch, dann bist du in Vertrauen. Wann kommt die Liebe und wo triffst du ihn? Diese Schlange zeigt die Schlangenenergie und dein Selbst. Nicht nur die Zahl 1 symbolisiert das Selbst, sondern die Sonne symbolisiert das Selbst. Und das ist diese Wandlung, was ich gesagt habe, die Schütze in diesem Bereich, Transformation, Wandlung, das sind die alchemistischen Prozesse. Wer waren diese Alchemisten, was haben sie gemacht? Diese Alchemisten haben im Geheimen Metalle veredelt, verbessert, verändert. Sie haben die Metalle verändert, veredelt. Sie haben ein Ziel gehabt, Gold zu gewinnen. Und ich liebe dieses Wort zu benutzen auf unserem seelischen Ebenen, weil genau das passiert, dass wir uns veredeln, verbessern mit dem Ziel, Gold zu gewinnen.
Und das Gold hat einen Bezug zum Sonne, weil dieser Edelmetall wird zur Sonne zugeordnet. Und die Edelmetall Silber wird zum Mond zugeordnet. Und hier ist das Selbst. Und wie ich schon sagte, das hat einen Bezug zu unserem Herz. Leb dein Herz. Mach das in dein Leben, was ein Herzensangelegenheit ist. Eine Hobby oder such deine Berufung oder mach eine Reise oder Sport oder Kunst. Was dich begeistert. Und mach diese Schritte. Leb dieses Feuerelement ohne Angst. Ohne Angst, weil genau das ist dieser Prozess, angstfrei leben. Dann geht diese Energie von unten nach oben. Das ist die Kundalini-Energie und genau das, was befreit. Das ist diese Wandlung. Deinen Gefühlen. Was könntest du tun für deinen Gefühlen? Sei glücklich und lach und genieße dein Leben, genieße deine Schönheit und lach so viel, wie du kannst. Wann kommt diese große Liebe? Wie kommst du zum Ziel? Das ist ein Traum und du wirst dein Traum leben. Du brauchst dieses Vertrauen. Vertrau deine Fantasie, deine Vision, deine Träume. Der Mann kommt von alleine. Darum brauchst du gar nicht kümmern. Wichtig ist angstfrei. Wichtig ist dein Bewusstsein, dass du zum Licht kommst, dann zu deiner Fröhlichkeit und aufhören, etwas festhalten wollen mit dieser Angst. Schreib es auf, deine Lebenserfahrungen oder vertraue dein Schicksal. Befreie dich von Angst und sei selbstbewusst und tu etwas, sei aktiv, was dich begeistert. Sei fröhlich und lach und dein Traum wird wahr. Liebe Lausira, das war diese Legung, wann kommt der Richtige. Ich möchte mich nochmal bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.